So, schauen wir mal, ob alles funktioniert. Mac Random 7 Magic Mystery Awesomeness. Ich entschuldige mich zuerst einmal für meine kaputte Stimme. Ich habe gerade eine Grippe. Und ich habe jetzt gerade etwas vorbereitet. Und zwar geht es dabei um das Thema Fat-Shaming etc. Sollte man insgesamt auch Leute darauf ansprechen, dass ein gewisses Gewicht zu viel ist? Wenn es zu viel ist, sollte man die Klappe halten. Und nein, warum ist es wichtig? Warum ist es wichtig, Leute mehr aufmerksam zu machen, dass sie eben ein krasses Übergewicht haben, beziehungsweise Untergewicht? Und warum, wie gesagt, das extremst wichtig ist. Übrigens, mein Pop-up-Schutz ist tatsächlich die Mikrofonhülle. Das funktioniert super. Deswegen lasse ich das einfach drumrum. Auf die Idee bin ich selber mal gekommen, um vor Staub zu schützen. Und dann habe ich gemerkt, funktioniert sehr gut als Pop-up-Schutz, weil der stört mich auch. Deswegen hatte ich den abmontiert. So, das Thema ist sehr interessant. Ich habe mich sogar ein kleines bisschen vorbereitet. Und zwar habe ich was Interessantes bemerkt. Es ist schon öfters vorgekommen, dass man zum Beispiel es kritisiert, wenn im Internet jemand sehr stark übergewichtig ist, beziehungsweise wenn derjenige oder diejenige untergewichtig ist. Das geht ja an beide Seiten. Und ist natürlich beides extremst schlecht. Inwiefern ist das schlecht? Nun, schauen wir uns zum Beispiel mal Übergewicht an. Und nachher sage ich, wie man damit am besten auch umgeht und wie man das auch sagen sollte im Internet, denn man muss es ansprechen und man darf auf gar keinen Fall positiv dicke Menschen ins Licht setzen. Genauso wie Untergewicht. Das darf auf gar keinen Fall ins positive Licht gerückt werden. Und es darf auf gar keinen Fall glorifiziert werden. Das ist extrem wichtig, weil wenn man dies tut, wenn man den Leuten Bestätigung gibt, dass sie noch immer fantastisch wären, ohne eine Kritik sogar dabei zu äußern, dann ist das ein riesiger Fehler. Und ich komme später und werde psychisch erklären, was das für große Probleme im Laufe der Jahre denn mit sich führt, wenn fette Menschen, grotesk fette Menschen, beziehungsweise wenn auch untergewichtige Menschen die ganze Zeit auch im Internet nur gelobt werden, anstatt dass man ihnen klipp und klar sagt, ey, das ist weder optisch top, geschweige denn gesundheitlich, ganz schlimm, tu etwas, nimm ab, beziehungsweise nimm zu. Lass dich am besten auch noch beraten. Was bringt zum Beispiel ein Übergewicht? Schon ein geringes Übergewicht, eine Fettschicht beim Bauch, kann schon wirklich schlimme Sachen verursachen, wie zum Beispiel auch Herz-Kreislauf-Beschwerden, dies, das. Wir gucken uns jetzt gleich Details dazu an. So, dafür muss ich ganz kurz auch noch meine Quelle ändern. Eine Sekunde. Und wir müssen das hier bereits sehen. Wir gucken jetzt an, was für ein Übergewicht, was bei Übergewicht, was sind denn die Folgen davon? Die Folgen davon sind Herz- und Kreislauferkrankungen. Zum Beispiel bekommst du extrem krassen Schub, dass du einen Schlaganfall, Herzinfarkt, koronare Herzkrankheiten bekommst. Dass du Atherosklerose bekommst. Ja, Grüße gehen raus an Miroslav Klose. Diabetes natürlich, Typ 2. Natürlich kann das auch in Typ 3 hochgehen, je nachdem, ob man eben was tut oder nicht. Ich habe übrigens Leute erlebt, die haben dann etwas für sich angefangen zu tun, haben denn zum Beispiel abgespeckt und sind tatsächlich auch vom Diabetes Typ 2 wieder runter auf 1 gekommen. Also, das ist möglich. Gelenkerkrankungen, da kenne ich auch sehr viele. Um das mal ganz kurz zu erklären, was das
jetzt bedeutet mit dieser Gelenkerkrankung, durch dieses Übergewicht, was ihr habt. Das ist auch, wenn ihr zum Beispiel zu schwere Sachen tragt, dann ist das nämlich so, dass ihr einen Puffer zwischen den Gelenken habt, vor allen Dingen bei euren Knien. Da habt ihr eine Art Pufferschicht. Und bei so gut wie jeder übergewichtigen Person, die ich über die Jahre kennengelernt habe, die dann im Jahr 30 geworden ist, beziehungsweise 40, ist es denn so, dass die Leute ohne Schmerzmittel oder Gehhilfen sich nicht mehr bewegen konnten, weil der Gelenkspuffer abgenutzt war. Der war quasi nicht mehr vorhanden. Es hat Knochen auf Knochen geschabt. Aufgrund des massiven Übergewichts von Kindheit, Jugendheit oder halt in den Anfang 20ern. Da komme ich jetzt auch noch drauf, wie unglaublich schädlich das ist, wenn niemand die Leute wirklich auch darauf anspricht. Denn meistens kriegt man ein Übergewicht nämlich selber nicht mit, so komplett bescheuert, wie sich das anhört. Aber selbst, ich habe es oft kennengelernt, Leute mit Übergewicht, mit über 100 Kilogramm mehr, bei 1,70 wohl bemerkt, wirklich rund wie nix, haben auch wirklich Probleme schon gehabt, aber ihnen ist das Gewicht nicht aufgefallen. Das ist, passiert halt nämlich so schleppend, so langsam, dass das einem selbst nicht auffällt. Das fällt denn natürlich auch besonders gut fremden Leuten auf, ne? Das ist ganz klar. Dann haben wir Venenleiden, wie zum Beispiel Krampfadern, und ihr könnt euch sagen, ich kann euch sagen, es ist sehr unangenehm, wenn ihr Krampfadern habt und die entfernen lasst. Aber nicht nur das. Wenn eure Fettleibigkeit dafür gesorgt hat, dass ihr Herzprobleme habt, dass ihr inzwischen Blutverdünner nehmen müsst, in Kombination mit den Adern ziehen. Oh Baby, ich habe ein paar Leute kennengelernt, die haben genau das erlebt. Und ich kann euch sagen, sowas wollt ihr nicht erleben. So etwas wollt ihr nicht erleben. Atmungsstörungen im Schlaf. Hormonelle Beschwerden natürlich, verminderte Fruchtbarkeit. Da muss ich tatsächlich sagen, ich kenne relativ wenig Menschen, die mit Übergewicht überhaupt eine aktive Beziehung haben. Ja, diese Menschen gibt es auf jeden Fall. Aber in der Masse ist es so, da kommt keiner mehr zu irgendetwas, sage ich so, wie es ist. Dann haben wir Erkrankungen an Galle und Leber. Wir kennen es, Fettleber. Erhöhtes Krebsrisiko für zum Beispiel die Gebärmutter, die Brust, die Prostata, das gilt dann wiederum für den Mann, Gallenblase auch für den Mann, Darm auch für den Mann natürlich ebenfalls, während Gebärmutter logischerweise auch Frauen gilt und Brust gilt ebenfalls bei Übergewicht denn für den Mann. Weil wenn ein Mann eine Brust hat, dann hat er unter Umständen dasselbe Problem wie Frauen, auch das Brustkrebsrisiko wird dadurch gesteigert. Das darf man ebenfalls nicht vergessen. Um Fettshaming geht es und dass man die Leute darauf aufmerksam machen soll, wenn sie ein Untergewicht oder ein Übergewicht haben. Aber zuerst wollte ich ja, ich mache eine Aufzeichnung für YouTube, aber zuerst wollte ich halt erwähnen, was halt wirklich die großen Nachteile sind. Das sind nicht nur die Optik. Ja, also wenn man jetzt einen dicken Menschen sieht und so weiter, dann ist das nicht nur die Optik, sondern es sind die riesigen Probleme. Und davon kann meine Mutter und viele andere, die ich kenne, ein großes Lied singen. Die wären alle glücklich gewesen, wären mal Leute am Start gewesen und hätten die Eier gehabt damals und hätten gesagt, ey, du bist voll fett. Das kann nicht gut sein. Aber wenn du sowas heute zum Beispiel sagst im Internet, oh, du bist ein Schwein, du bist ein Arschloch, du musst gecancelt werden, du musst weg. Wie kannst du denn so mit den Leuten reden? Dann passieren leider so Effekte, Komplikationen mit Geburt und Stillzeit gilt wieder für Frauen. Also Frauen haben sogar mehr Probleme wie Männer. So, dann kommen wir, bevor wir auf das zugehen, wie es ist im Internet, wie man das erzählen soll, das sage ich dennoch. Dann kommen wir jetzt zum Untergewicht. Untergewicht ist natürlich auch nicht gut. Nicht wundern, ich habe Grippe. Sehe meine Stimme. Übrigens, moin, Gulaschliebe. Gulaschliebe. Gulaschliebe, Digga. Das unnormal geringe Gewicht hat Auswirkungen auf den gesamten Stoffwechsel des Betroffenen. Der ganze Körper leidet dabei und natürlich die Seele der Jugendlichen.
Okay, dass die Seele leidet, habe ich jetzt nicht gehört. Vor allem, Seele ist doch sehr mystisch, sage ich mal jetzt, ne? Also ich denke mal, die meinen damit, die Psyche leidet damit. Also, dass die Regelblutung ausläuft und so weiter und wir Wachstumsstörungen haben und. Die Stimmungsstabilität und so weiter und das Selbstwertgefühl. Ja, ich weiß, das ist alles krass. Ich wollte jetzt eigentlich auf die negativen Eigenschaften kommen, weil die Innereien leiden ja auch ganz krass. Aber da habe ich jetzt leider die falsche Seite aufgehabt. Da habe ich mich jetzt nicht so richtig vorbereitet, was das angeht. Da habe ich mich jetzt auf das Fette spezialisiert, weil wir haben definitiv mehr Leute mit Übergewicht als mit Untergewicht. Das kommt dazu. Es ist beides natürlich schlimm, aber ich erwähne jetzt natürlich, warum es wichtig ist, darauf einzugehen. So, man kann es netter sagen, aber Vorsorge ist wichtig. Ich denke auch, vor allem, wenn es um die Themen geht, wie Mobbing. Da hast du recht. Mobbing sollte natürlich überhaupt nicht unterstützt werden. Jemanden zu gehen und zum Beispiel in der Schule zu sagen, du fette Drecksau, bla bla bla. Darum geht es ja jetzt überhaupt nicht. Aber es geht darum, dass wenn man zum Beispiel im Internet sagt, du hast jetzt so extremes Untergewicht, das sieht ja schon auch optisch nicht mehr gut aus. Und da finde ich, das geht natürlich auch noch. Und die Person, die das liest, bei vielen ist es tatsächlich so, auch Leute, die grotesk fett sind, dass sie tatsächlich öfters dann so eine Einträge lesen, dass das nicht besonders toll aussieht. Leider gehen auch wenige Leute auf die medizinischen Sachen ein, dass die wenigsten sagen, ey, das ist total ungesund, dies und das. Das Problem ist meistens, und das haben mir auch Frauen gesagt, ich kenne sehr viele übergewichtige Frauen im Bekanntheitskreis und die sind 30, 40, 50 Jahre alt und die haben gesagt, hätten mir damals Leute offen zugesagt, dass dies und das fett ist, also dass das weder gut aussieht, dass dir die Sachen nicht mehr stehen und dass das auch ganz schlimm ist für die Innereien, für die Blutwerte dementsprechend, für Herz, Kreislauf und, dann wären die Leute sehr dankbar gewesen, weil dann hätten sie wahrscheinlich nachgedacht, dass sie ein Problem haben. Das große Problem, was wir heute haben, ist, wir haben sehr viele fette Leute am Start, ein Teil sogar untergewichtig, aber meistens bei sehr vielen grotesk Dicken ist es so, die werden inzwischen regelrecht gehypt. Die werden schöne Zähne gesetzt mit geilster Unterwäsche, rot, schaut an, man kann auch fett, mega geil sein, wow, ist das toll. Das bedeutet, im selben Zug steht aber auch nicht auf der Seite vielleicht irgendwo ein Banner, Warnung, das ist jetzt nicht positiv zu setzen, weil wir haben hier die ganze Liste an Sachen, die wirklich absolut katastrophale Folgen haben für das gesamte System. Was passiert heutzutage inzwischen? Eine Frau ist im Internet am Start, ist dick, ist wirklich dick. Sie ist in einem wirklich ungesunden Bereich. Die Frau wird gelobt oder der Mann. Oh, nice, sympathischer Dude. Ist doch ganz toll. Oh, schöne Frau. Mashallah, die schöne Maschine. Ja? Das heißt, auch viele andere sagen, so ist scheißegal, Alter, ne? Braucht man ja nicht so auf die Linie achten, ist ja nicht mehr wichtig. Die meisten Leute denken, es ist wirklich anscheinend nur die Optik. Ohne Ausnahme. Aber das ist es nicht. Es sind die ganzen Krankheitseffekte. Die Krankenkassen stöhnen, weil überall fette Leute in positiver Eigenschaft gezeigt werden. Schaut euch an, wie schön das aussehen kann alles. Wow, ist das nicht toll? Und sobald jemand's Maul aufmacht, heißt es, was bist du für ein ekelhafter Mensch, sowas zu kritisieren. Das ist doch Fettshaming. Was ist denn daran schlecht? Andere Leute sagen sogar fanatisch, daran ist nichts schlecht. Jeder kann ordentlich fett sein. Jeder soll doch sein, wie er will. Was ist denn das Problem? Das Problem ist, dass immer mehr tatsächlich sowas im Internet als Vorbild auch reingestellt wird.
Das sind keine Vorbilder. Wir müssen uns nur die gesundheitliche Liste angucken und wir müssen uns nur angucken, was die Krankenkassen sagen. Wenn ich mal bei der Krankenkasse bin, beziehungsweise ich rede mit meiner Ärztin dies und das, dann sagt die, das ist krass, Alter. Inzwischen kommen so viele fette Kinder zu uns. So viele Jugendliche, so viele junge Erwachsene. Die können zum Teil noch nicht mal richtig mehr laufen. Die sind gesundheitlich fertig. Und da sagen die Ärzte alle, denen geben wir so Zeit bis zum 30., 40. Lebensjahr. Dann haben die so richtig heftige Auswirkungen. So, was ist das Problem? Die Frauen und die Männer werden die ganze Zeit gelobt. Oh, ist doch schön, Alter, ist doch scheißegal, scheiß drauf, was andere denken, bla 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 und und. Und sobald wieder ich ein kritisches Kommentar schreibe, bin ich das Arschloch. Im selben Umfang haben wir aber jede Menge TikToks, Instagram-Einträge und sogar in X-Einträge, wo wiederum Leute sagen, danke, dass ihr mich darauf angesprochen habt, dass ich fett sein würde. Ohne euch hätte ich kein Training angefangen. Und jetzt schaut euch mein Ergebnis an. Und dann steht da so eine 200 Kilogramm Frau von damals und Männer ebenfalls und haben inzwischen einen fantastischen, durchtrainierten Körper und sind darauf stolz ohne Ende. Und daraufhin habe ich sogar gesagt, weil die haben auch das Mobbing gelobt, muss man tatsächlich sagen, in den Einträgen, also das richtig runtermachen, was ich ja auch verurteile, da habe ich gesagt, also das finde ich schon jetzt ein bisschen zu krass, weil du legitimierst ja damit jetzt aggressives Mobbing und Beleidigung. Wenn man jetzt sagt, es ist nicht gut und es sieht auch nicht besonders toll aus, dann ist das okay. Wenn man auch noch dazu sagen sollte oder separat auch der gesundheitliche Aspekt, ist das ebenfalls okay. In Kombination ist das ebenfalls okay. Sogar wichtig, dass man das sagt, damit eben solche Prozesse passieren. Ja? Aber das war denn zu krass. Und da hat mich denn die Frau zurückgeschrieben und hat gesagt, nun ja, das soll ja den Leuten gerade Kraft geben, weil man sieht, dass diese Einträge auch Positives bewirken können. Und daraufhin habe ich gesagt, ja, das Problem ist aber, das legitimiert Leute, auch aggressiv zum Beispiel auf solche Leute zuzugehen und sagen, ey, du fettes Schwein, mach mal weg den Fick. Das ist kein Witz. Und da hat sie gesagt, ja, lohnt sich nicht mit dir das zu diskutieren. Fakt ist, hat funktioniert und fertig. Sage ich, wie gesagt, darauf eingehen und anmerken, dass da zu viel auf den Rippen ist, ist vollkommen okay. Aber das in Beleidigungen zu verpacken, das ist natürlich nicht okay. Wichtig ist aber, und das sollten wirklich alle wissen ohne Ausnahmen, diese Leute sollten in regelmäßigen Abständen auch wirklich gesagt werden, dass sie zu viel auf den Rippen haben. Ich vergleiche das zum Beispiel auch mit meinen Freunden. Ich habe das Glück. Ich habe nicht so wie die Masse von vielen da draußen, besonders auch Frauen, bei denen ist das so, die haben ganz viele falsche Freunde am Start. Die sind total verlogen bis ins Mark. Total verlogen. Das bedeutet, die stellen sich hin, und das kriegst du auch oft im Internet mit, die stellen sich hin in einem Kleid und du siehst, die Fettringe sind am Start. Das Kleid ist kurz vorm Platzen. Du siehst wirklich, das Ding ist kurz vorm Platzen. Es ist wie so eine Blutwurst, die wird zu lange erhitzt und plopp. Das ist kein Witz. Ja? Und was schreiben die Leute? Ja, natürlich kannst du das tragen. Das steht dir fantastisch. Oh, Queen. Das bedeutet, alles ist gelogen. Ohne Ausnahme. Alles ist komplett gelogen. Ja? Und genau das ist auch Frauen passiert, die ich kenne. Und die haben gesagt, wegen ihren ganzen Komplimenten, die sie permanent bekommen haben, über die ganzen Jahre, haben sie ihr eigenes Problem des Übergewichts nicht erkannt. Ja? Sie haben es nicht erkannt, haben dann also immer weiter gefressen, weil alle gesagt haben, das steht dir super, das ist geil, du hast kein Gewichtsproblem, ist alles top. Ich hingegen habe den großen Vorteil, ich habe echte Freunde.
Was bedeutet echte Freunde? Echte Freunde bedeutet, man sagt das, was man denkt. Ich bin denn vor ungefähr 2 Jahren an den Strand gegangen, bei FKK, und die gucken mich an, wie als ob ich mit dem Raumschiff gelandet bin. Digga, was das? Und ich, was meinst du? Digga, du bist voll fett geworden. Dein Arsch, Digga. Deine, du hast Titten, deine Schenkel, Digga. Du bist fett. Was denn passiert? Was machst du? Ich gesagt, echt? Ja, bist du doof? Hast du keinen Spiegel zu Hause? Und ich, ja, ich sehe mich jeden Tag. Ihr kriegt das nicht mit. Das ist wirklich so. Ihr kriegt das nicht mit. Weil das ist ein ganz langsamer, schleichender Prozess. Das ist kein Witz. Und wenn ihr die ganze Zeit Kompliment hört, kriegt ihr das Problem nicht mit. Aber die haben mich angeguckt und haben gesagt, Digga, du bist voll fett von jeder Seite. Was ist denn los? Kam einer an, hat eine Seite gemacht, wupp, wupp, wupp. Und ich, Digga, was machst du? Digga, das ist fett, ich weiß, ich sehe das gerade. Also ich merke, was fällt dir ein? Lass mal los, Digga, du Drecksau. Und sagt ihr, ist mir nicht so aufgefallen, ja. Dann habe ich geguckt und sage ich, meinem Kollegen, bin ich denn hingegangen, der hat sich eigentlich nicht dazu geäußert, ja, meinen engsten Donnerbuddy, gesagt, Digga, sag mal, bin ich fett geworden? Und er guckt mich an, naja, du hast schon ordentlich zugenommen. Da habe ich gesagt, wieso erzählst du denn nix? Wieso sagten ja alle nix, Digga? Die haben mir das schon am Strand einfach so gedrückt. Ich hab gedacht, was ist denn jetzt los? Ich sag, ja, ich wollte dich nicht. Ich sagte, ja, kannst du mir doch sagen, wenn ich fett werde, dann kannst du mir doch sagen, dass ich fett werde, Digga. Ich sag, ja, du musst was für deine Figur tun. Ich sag, ja, was soll ich jetzt machen? Ich hab nicht so Bock auf Sport, ich finde Sport scheiße. Ne? Aber das Problem ist, Digi, wenn du jetzt nichts machst, du wirst immer fetter. Dein Gesicht sieht schon aus wie so ein Medizinball. Wenn das so weitergeht, das kann nicht so weitergehen. Wie ein Medizinball, Digga. Das sieht doch noch relativ schlank aus. Ja, hast du mal dich damals gesehen? Ja. Reiß dich mal zusammen, Junge. Und dann haben immer mehr Leute gesagt, es ist wirklich so, ja. Und dann haben wir überlegt, was tun wir dagegen? Und ich habe Sportstudio ausprobiert, aber Sportstudio gefällt mir nicht. Aber da ist halt wichtig, dass du das auch wirklich hörst. Du musst das hören von anderen. Du hast nicht diese Selbstreflexion. Selbst wenn du vorm Spiegel stehst und 140 Kilogramm wiegst, du kriegst die Scheiße nicht mit. Und jetzt stellt euch vor, ihr seid eine Frau. Und 10.000 Leute sagen im Internet, ist geil. Ist geil. Du siehst aus wie eine Wurst kurz vorm Platzen und alle Leute schreiben dir, und mashallah, geil. Traum, Digga. Queen, Diggi. Du kriegst nur Komplimente, Alter. Nur, Alter. Ja? Und dann kriegst du eine total verzerrte Wahrnehmung von dir selber. Und wenn du tatsächlich mal was schreibst, also so wie du aussiehst, da würde ich aber schon mal an irgendwie Diät denken. Da wurde ich weggemobbt, Digga. Die haben mich ignoriert. Ich war weg vom Fenster. Aber das habe ich doch nicht gesagt. Das ist doch nichts Problematisches, Digga, ja. Das Lustige ist, dir fällt es ja bei anderen auf, aber bei ihnen selber halt nicht, ne? Dann hat es mich halt selber getroffen beim Strand und ich war total schockiert, Alter. Ich fasse mir da ran, denke, naja, gut, das war vorher nicht am Start. Aber man denkt trotzdem noch, keiner sagt's dir. Du kriegst das selber nicht so mit, weil du dich halt jeden Tag siehst. Es ist halt, wie gesagt, ein schleichender Prozess, der über Jahre passiert. Und fertig. Bis es halt irgendwann mal wirklich zu spät ist. Und dann kriegst du die Scheiße nicht mehr weg. Ne? Das ist das große Problem. Nun gut, dann haben wir uns ja eine Switch besorgt. Und ich sage euch ganz ehrlich, wir haben dort V-Fit, diesen Ring. Wir haben dort Fitnessboxing und so weiter. Und ich habe es tatsächlich dann geschafft, 2-3 Kilogramm abzunehmen, als ich durchgezogen habe. Dann habe ich es wieder vernachlässigt, aber Fakt ist, es funktioniert. Und sobald meine scheiß Grippe weg ist und vor allen Dingen auch wieder das hier nicht mehr so gut ist, und da hat Creepy recht, ja, Sport ist Mord, ich finde es auch nicht so gut. Aber wie gesagt,
Bei wie fit, wenn du den Fitwing-Ring benutzt, wenn du zum Beispiel auch Fitnessboxing machst, jetzt sogar mit Ayumi, jetzt sogar mit Miko Hatsune und so weiter, dann hast du auch Spaß. Du siehst das schon gar nicht mehr so richtig als Sport, sondern du hast einen Highscore. Das heißt, ich kann mich auch mit einer Community verbinden von Leuten, wo wir kämpfen gegen das Fett. Ja? Und das verbessert natürlich allgemein unsere Gesundheit. Weil wir wollen ja die ganze Scheiße, die ihr hier da lesen könnt, die wollen wir ja gar nicht haben. Ja? Und das ist halt das Schlimme. Fette Menschen und insgesamt untergewichtige Menschen werden immer mehr glorifiziert. Man darf dagegen nichts mehr sagen. Dann wirst du sofort als abgrundtief hartes Arschloch bezeichnet und wirst fertig gemacht. Obwohl du ja niemanden beleidigst, wenn du sagst, Digga, du hast krasses Übergewicht oder so, ich würde mal an deiner Stelle was für dich tun. Ja, das ist doch was Positives. Muss ich mal den Kommentar zulassen mit Eier? Das kann ich gar nicht mehr machen im Nachhinein. Aber man sieht es ja hier im Stream und so weiter. Man bekommt das erste mit, wenn man seine Eier nur noch vom Spiegel sieht. Auf die Idee bin ich gar nicht gekommen, Digga. Das stimmt. Das ist ja korrekt. Moment, ich muss das mal testen. Oh, Scheiße, Digga. Also, ich muss tatsächlich sagen, meine Plauze ist über die Zeit jetzt schon wieder angewachsen. Das heißt, wir müssen mit dem Fit-Training anfangen wieder. Es ist in der Tat so, ich kann meinen eigenen Bimbam nicht sehen, weil der Bauch tatsächlich drüber ist. Aber diese Ehrlichkeit ist wirklich wichtig. Ich kann mich noch erinnern, ich war bei einer Ärztin am Start und da habe ich so eine Herzuntersuchung bekommen, weil ich hatte eine kurze Zeit Herzstiche, weil ich sehr schlecht in Form bin. Und da sollte ich mein Oberteil frei machen. Hab alles hochgemacht, dies, das und so weiter. Und dann guckt mich die Ärztin an und sagt, also so wie du aussiehst, sollten sie aber wirklich schleunigst mit Training anfangen. Und das ist es eben. Diese Ehrlichkeit, die benötigen wir auch im Internet. Man ist kein Arschloch, wenn man solche Sprüche droppt, sondern diese Sprüche, wenn man die mit so einem Niveau zündet, wie ich jetzt zum Beispiel gerade, dann sind die vollkommen legitim. Die Person sieht das, erkennt eventuell ihr Problem und sagt sich denn, scheiße, ich habe wirklich massives Untergewicht oder Übergewicht. Bei Untergewicht ist es meistens so, dass es unter Umständen psychisch bedingt, in vielen, vielen Fällen. Das bedeutet, sucht einen Psychiater auf und fangt dann an, in die Fitness zu gehen. Ja, da gibt es auch Ernährungspläne und so, das ist kein Witz. Und dann werdet ihr sehen, das ist gut. Bei vielen ist es nämlich so, die haben Übergewicht, Untergewicht, aber da sie das nicht als Problem sehen, weil sie darüber auch nicht hingewiesen werden, werden sie das nie nachprüfen. Die kommen nicht auf die Idee, das nachprüfen zu lassen, um das zu optimieren. Und da sage ich ganz ehrlich, genau da müssen wir wieder hin, dass das erwähnt wird und dass die Leute auch tatsächlich ein Bewusstsein bekommen, dass man dagegen etwas tun darf. Abschließend zu sagen ist, wenn man solche Sprüche droppt, wie zum Beispiel, so wie du aussiehst, solltest du definitiv weniger essen, beziehungsweise mit Training anfangen. Oder aber, das sieht schon grotesk übergewichtig aus. Das ist schon auch nicht mehr ästhetisch, dies und das, wenn man das alles so verpackt, mit einer bestimmten Message, ist das vollkommen legitim und hat eine gesundheitsfordernde Wirkung. Das hat doch nichts mit Mobbing zu tun. Weil Mobbing ist zum Beispiel, wenn du jemanden siehst, der ist dick, und du sagst zum Beispiel, ey, fettes Schwein, verpiss dich oder so, keine Ahnung. Das ist Mobbing, das ist ekelhaft, das will keiner.
bei manchen, wie zum Beispiel bei vielen anscheinend TikTokern, gibt es eine positive Wirkung dadurch, dass sie dann sagen, alles klar, habe ich angefangen mit meinem Training, bin danach Adonis, schön für euch. Es ist aber nicht der Weg, Leute komplett auseinanderzunehmen. Ja, und daran denken die auch gar nicht. Die Leute, die sowas Fieses sagen, haben ja auch nicht einen positiven Effekt in der Sekunde im Kopf, sondern die wollen ja einfach nur jemanden leiden sehen. Und das ist ekelhaft. Normalerweise sorgt das auch eher dafür, dass derjenige psychisch dadurch kaputt geht. Aber wie gesagt, es ist wichtig, mit einem bestimmten Niveau darauf aufmerksam zu machen, dass man doch schon eben zu fett ist, beziehungsweise zu dünn, und man eben dann bewirkt vielleicht eventuell, dass die Person das merkt, dass sie dann merkt, oh Kacke, ich habe ein Problem. Danke überhaupt, dass man mich darüber informiert. Ja, und da finde ich es krass, da sollten die Leute im Internet auch wirklich mal ihr Maul halten, wenn jemand so einen Kommentar schreibt, und sollten wirklich mal nachdenken, was sehen sie da gerade auf dem Bild? Ist das gesund? Und wenn nicht, dann werdet aktiv oder haltet die Fresse. Wobei meiner Meinung nach die Fresse halten nicht korrekt ist, weil wenn die Person die ganze Zeit belogen wird, dass sie noch immer top, eine Top-Figur hätte, obwohl genau das Gegenteil der Fall ist, dann sorgt ihr dafür, dass die Person sich immer weiter ungesund ernährt. Und das haben wir bei Kindern so. Und das haben wir bei Teenagern so. Und das haben wir bei jeder Menge frische 18er am Start. Weil es eben nicht mehr angesprochen werden, in Anführungszeichen, darf, weil du sonst in eine Ecke gedrängt wirst von Arschloch. Also mach die Leute in einem vernünftigen Ton darauf aufmerksam und scheißt auf die anderen Leute, die euch denn irgendwie doof angreifen. Meinetwegen erklärt noch, was ihr da seht und fertig. Und ganz ehrlich, Leute, die euch mit Schimpfworten belegen, weil ihr so etwas macht, da merkt man schon ganz ehrlich, wen man da intellektuell am Start hat. Denn Leute, die einfach einen permanent beleidigen, sogar mehrfach hintereinander, da ist kein Konsens dahinter. Da ist keine Diskussion am Start. Da gibt's nichts zu lernen. Das ist keine lehrreiche Kritik oder so. Das sind eben Leute, die wollen nur Stress machen, haben einen niedrigen IQ, weswegen ihnen eben nur die Beleidigung übrig bleibt. Und da bleibt dann nichts anderes übrig. Und das solltet ihr auch tun, einfach dann nach einer Erklärung denjenigen zu blockieren. Weil das sind Leute, die suchen nur Stress, wollen nur Stress machen, stellen sich aber selber hin als die Beschützer der Menschheit. Ja, sind aber in Wirklichkeit der schlimmste Bodensatz überhaupt. McLaren 7 Magic Mystery Awesomeness zum Fettschämen. Darf man überhaupt Leute darauf ansprechen, wenn sie krasses Übergewicht oder Untergewicht haben? Und wie stellt man das an? Und was sind die positiven Eigenschaften davon? Beziehungsweise was sind die negativen von zum Beispiel Übergewicht, wie wir hier lesen konnten? Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und ich hoffe, man sieht sich beim nächsten Mal.